Hallo liebe Videofreunde, ja heute möchten wir euch mal ein paar Bilder vom letzten Wochenende zeigen. Wir waren in Fürstenberg an der Havel und an der Marina Fürstenberg und das war sehr schön. Das war ursprünglich gar nicht geplant, weil wir eigentlich nach Greifswald wollten und dort aber es kam, dass wir wieder abgereist sind. Und ja, auf dem Hinweg nach Greifswald sind wir durch den Ort Fürstenberg gefahren und ich hatte da auch schon ein paar Mal gelesen, dass dieser Stellplatz schön sein soll. Und dann haben wir uns entschieden, dorthin zu fahren und dort ein paar Tage, also 2 Tage zu bleiben. Am Anfang habe ich noch ein paar Bilder in dem Video dabei von Leipzig, von dem Campingplatz Kulkwitzer See. Ich bin nämlich mit dem Auto nach Leipzig gefahren zu Michaels Arbeit. Er hatte das Wohnmobil vorher mitgenommen und wir haben dann unser Auto dort stehen lassen und sind mit dem Wohnmobil weitergefahren. Und deswegen waren wir noch einen Tag in Leipzig auf dem Campingplatz gewesen, der übrigens auch sehr schön ist. Also der Campingplatz am Kulkwitzer See ist wirklich schön, den kann man empfehlen, sehr kinderfreundlich. Also ein sehr, sehr schöner Platz, auch der See schön. Also wir sind da jetzt das 2. Mal gewesen und fanden es wieder sehr, sehr schön. Ja, und zu dem Stellplatz in Fürstenberg muss man sagen, der war auch richtig toll gewesen. Das werdet ihr auch gleich sehen. Der ist sehr hundefreundlich. Es ist gleich Auslauf für die Hunde da. Es ist ein umzäunter Hundeauslauf, wo auch die Tiere untereinander spielen können. Das haben sie ganz, ganz toll gemacht. Also wirklich, wirklich für Hundehalter sehr zu empfehlen. Und als wir nämlich früh morgens beim Hundegassigang waren, beziehungsweise Michael, hat er dann gesehen, dass dort diese Gedenkstätte Ravensbrück gleich um die Ecke ist. Es sind keine 10 Minuten Fußweg von diesem Stellplatz entfernt. Und natürlich haben wir uns das dann angeschaut, zumal wir sowieso uns sehr viel beide mit dem Thema beschäftigen. Und da hat das sehr gut gepasst. Man ist dann, wenn man da rauskommt, doch erstmal, man nimmt das so ein bisschen mit dann in den Tag und man braucht erst auch eine gewisse Zeit, um sich ein bisschen davon wieder zu erholen und es ist bewegend. So viel kann man dazu sagen. Es war auch informativer und größer, als ich gedacht habe, weil es ist nicht mehr so viel dort, also man kann nicht mehr ganz so viel anschauen, aber die haben unheimlich viel Ausstellungen dort und sehr, sehr informative Ausstellungen, also das haben sie wirklich toll gemacht, muss man wirklich sagen, und dadurch hat das länger gedauert, als wir das angenommen hatten. Und es war sehr warm und Michael ist dann ein bisschen früher zurück, weil den Hund darf man da eh nicht mit reinnehmen. Also wir mussten ihn im Wohnmobil lassen und dann ist Michael schon eher ein bisschen zurückgelaufen und ich habe dann noch den Rest alleine gefilmt. Ja, und war ein sehr bewegender Tag gewesen. Ja, und dann hatten wir aber noch 2 schöne Tage eben auf dem Stellplatz, haben uns das Städtchen ein bisschen angeguckt, waren auf dem Stellplatz sehr schön essen. Da gibt es ein italienisches Lokal, das war sehr gut gewesen, das Essen, und haben einfach mal so die Seele ein bisschen baumeln lassen, das war auch nötig. Ja, und ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig, eine Marina mit Michael zu fahren, weil dann sein Herz so ein bisschen blutet. Michaels großer Traum ist ja mal ein eigenes Boot zu haben. Kein Segelboot, sondern Motorboot. Und ja, das ist für ihn immer nicht ganz so einfach. Und wir haben dann auch 2 Boote gesehen, die so in Frage kommen würden, gebrauchte natürlich. Und dann ist natürlich, dann schlägt das Herz für Michael auch immer höher. Und deswegen haben wir uns auch immer noch nicht entschieden, was es für ein neues Wohnmobil geben soll. Also wir sind uns darüber einig, dass es ein Automatikgetriebe werden muss, soll. Aber über die Art des Wagens sind wir uns nicht mehr ganz so, was heißt, wir sind uns schon einig, also wir sind aber nicht mehr so ganz auf den Malibu fixiert, weil wir uns auch Preiskataloge alles anfordern lassen haben und wir dann doch erstmal mit dem Mund offen dann am Tisch gesessen haben und gedacht haben, also so wie der aus dem Werk kommt mit nichts, kannst du eigentlich gar nicht fahren. Er ist wirklich alles, aber auch wirklich alles Optionen.
Und am Ende des Tages bist du bei einer Summe, mit der wir eigentlich nicht gerechnet haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sehr teuer. Und jetzt sind wir natürlich irgendwie am gucken, ob wir da noch eine Alternative finden. Entweder wieder ein kleines Wohnmobil, so wie wir es jetzt haben, auf 5,99 Meter. Oder halt eben vielleicht einen anderen Kastenwagen, der nicht ganz so teuer ist. Das müssen wir aber erstmal gucken, ob es da was gibt oder in welcher Preisregion die anderen sind, die uns gefallen. Wir haben ja auch unsere Wünsche, die wir so haben möchten, ne? Und ja, von daher bleibt spannend. Wir waren jetzt auch noch mal was angucken gewesen, aber das hat uns auch noch nicht so richtig gefallen. Bin gespannt. In 4 Wochen ist die Messe. Dann soll es eine Entscheidung geben. Ja, wir nehmen euch natürlich mit bei unserer Entscheidung. Vielleicht könnt ihr uns sogar bei unserer Entscheidung helfen. Das wäre super. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich weiß nicht, ob wir uns vorher noch mal sehen. Und ich möchte mich ganz recht herzlich für die Kommentare unter dem Video von Ravensbrück bedanken. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Video. Bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss. Stay forever a dream.
Ja, der Stellplatz hier in Fürstenberg ist sowieso ein sehr schöner Stellplatz, also an der Marina. Ganz toll. Man hat also auch gleich draußen unheimlich viel Platz, mit dem Hund Gassi zu gehen. Also schöne Gelegenheiten, meine ich. Und hier gibt es wohl noch einen Hundespielplatz. Da gehe ich jetzt mal hin. Direkt hier auf dem Platz, wo die Hunde auch frei drin rumlaufen können. Und das will ich mir selber mal angucken, weil ich habe es noch gar nicht gesehen. Aber Michael hat gesagt, hier gibt es einen. Also laufe ich da jetzt mal hin und schaue mir das mal an. Aha. Also hier steht Hundewiese der Marina Fürstenberg. Und wird darauf hingewiesen, dass man den Hundekot eben beseitigen sollte, was ja auch vernünftig ist. Und dann kann man einfach hier reingehen und schaut euch das mal an. Das mache ich gleich mal mit Dolten hier hingehen. Ich habe ihn jetzt nur nicht mitgenommen, weil der sonst so zieht an der Leine. Dann gibt es gleich mal hier so eine Tütenstation. Ja, und hier können die richtig schön tollen, die Hunde. Super. Das ist echt toll gemacht, wirklich. Also das gibt's ja nicht überall. Wir haben das einmal in Dänemark erlebt. Die hatten auch so einen kleinen Hundespielplatz gehabt und das war super gewesen. Ja, da werde ich mal mit Dolten gehen und werde den mal holen. Man hat jetzt hier vorne die ganze Fläche, das ist für Wohnmobile mit Hund. Und dann gibt es noch hinter dem Hafenmeisterbüro noch einen Stellplatz direkt am Wasser vorne. Das ist dann für die Wohnmobile ohne Hunde. So, Wasserversorgung hat nicht ganz so gut funktioniert. Hat geklemmt. Ganz gut. Das Euro-Stück. Also hier ist so ein Automat, da wirft man wie viel ein? 1 Euro habe ich jetzt. 1 Euro und dann kriegt man? Ich schätze mal 50 Liter, wenn es geht. 50 Liter ungefähr, hat er gesagt. Kriegt man dann hier, hat man dann so ein Guthaben. Und da kann man sich dann hier unten Wasser zapfen. Ja. Davon gibt es 2 Stück, ne? Ja. Auf dem Platz hier. Und ja, hat alles gut funktioniert. Mit kleinen Startschwierigkeiten. Richtig. Ja, zu dem Stellplatz hat er gesagt, dass es wirklich ein total schöner Platz hier ist. Also wir waren sehr zufrieden, sehr sauber, auch die sanitären Anlagen. Und es wird auch immer was erhört dann, und was nicht funktioniert. Zum Beispiel jetzt hier die Station, die Wasserstation funktioniert nicht richtig und kommt gleich Hilfe. Sind also sehr, sehr, sehr freundlich. Der Platz ist sehr sauber, sehr gepflegt, kostet 12 Euro am Tag, also ganz, ganz dicken Daumen nach oben, wirklich. Oh my child, I know you hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Ooh, I know you tried so hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. Ooh, I know you've tried so hard.